ich weiß nicht, ob man es sieht, aber hier sind unglaublich viele Fliegen unterwegs. Das ist eigentlich schwierig, die Augen aufzumachen oder den Mund. Dementsprechend ist es leicht ekelhaft. Aber wir haben jetzt gesagt, wir machen hier einen kurzen Stopp. Auf den Drohnenaufnahmen müsste man sehen, hier sind überall Termitenhügel. Also eigentlich, soweit man sehen kann, sind die Teile ja schon beeindruckend. Die sind extrem hoch und richtig cool. Aber jetzt zurück ins Auto. Sind jetzt auf dem Weg nach Exmouth, haben jetzt Coral Bay verlassen. Fahren jetzt vielleicht 1,5 Stunden. Puh! Und kommen hoffentlich an, ohne dass uns die Fliegen gefressen haben. Ja, wir sind jetzt bereits in Exmouth angekommen, waren jetzt kurz im Zentrum und haben uns die Supermärkte und das Zeug da angeschaut. Da waren dann auch diese schönen Vögel. Und jetzt sind wir an der Unterkunft. Hier steht unser Auto. Und hier im Hintergrund ist dann die Tür zu unserer Unterkunft. Oh nein, wird schon schwere Arbeiten verrichtet. Wir haben ein Twin Room. Also hier wieder das gleiche wie in Coral Bay, ein Stockbett sozusagen, aber dieses Mal haben wir auch ein eigenes Badezimmer hier. Genau, mit Dusche und auch einen Kühlschrank hier unten. Ja, genau. Und hier bleiben wir jetzt auch wieder 2 Nächte. Exmouth liegt sozusagen, es ist der Startpunkt für den Cape Range Nationalpark. Es ist auch, ja, eigentlich wieder zum Schnorcheln gedacht, ist an der Küste. Und ja, werden wir uns wahrscheinlich dann morgen mal anschauen. Aber hier der Ort gefällt uns eigentlich jetzt auf den ersten Blick schon mal ganz gut. Es ist halt ein Ort im Gegensatz zu Coral Bay. Ja, genau. Es gibt ein paar kleine Läden und irgendwie auch einen größeren Supermarkt und eine Bäckerei und so Sachen. Da werden wir uns dann wahrscheinlich für Mittag noch was holen. Und genau. Das ist eine Schote von, ne, so ein Baum ist nicht da, die waren da hinten, die mit den roten Blüten. Ist laut App ein Feuer- oder Flammenbaum. Und ich versuche jetzt mal, ob ich da reinschauen kann. Oh ja. Ist wohl schon ein älteres Semester.
Ja, heute beim Frühstück haben wir dann nochmal Leute getroffen, die wir in Coral Bay auch schon in unserer Unterkunft getroffen haben. Dann haben wir uns ein bisschen länger unterhalten. Also sie heißen Will und Mar. Er kommt aus Wales, sie aus Spanien. Ja, sind echt ein sehr nettes Pärchen. Die machen das jetzt so, die wollen hier so 2 Jahre so ein bisschen Work and Travel machen. So sich halt immer wieder Jobs suchen, haben sich jetzt auch ein Auto gekauft. Das steht hier hinten, der gelbe. Ja, die waren auch auf dem Weg, also sind die gleiche Route gefahren wie wir. Haben dann auch diese, ja, auf dem Weg waren so Obstplantagen, wo halt überall Schilder dort waren, keine Arbeit. Was für sie halt ein wenig unpraktisch war, weil sie auf der Suche nach Arbeit sind. Genau. Ja, und es wurde ihnen wohl gesagt, also auch diese ganze Plantagen und auch hier jetzt so Unterkünfte, die sind eigentlich alle schon voll mit Staff, also mit Personal und brauchen eigentlich jetzt keine Leute mehr. Aber irgendwie haben sie, glaube ich, gemeint, so in ein paar Wochen sollte dann wieder mehr los sein oder so. Ja. Und jetzt fahren sie dann Richtung Norden und ja, vielleicht sehen wir uns ja dann eben im Carigini nochmal. Auch in der nächsten Gegend. Unterkunft haben wir eher nicht. Ja, aber genau hier in der Carigini-Gegend dann wieder. So, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Cape Range Nationalpark. Genau, zum Schnorcheln. Ja, das Schnorcheln war jetzt wirklich cool. Ich glaube, man hat es gesehen, es hat sich schon gelohnt an den Aufnahmen. War nochmal deutlich besser als in Coral Bay. Keine Ahnung, ob wir da einen schlechten Spot hatten oder einen schlechten Tag, keine Ahnung. Auf jeden Fall hier waren die Korallen lebendig, auf jeden Fall. Ja, sehr vielfältig, teilweise sogar lila oder blaue Spitzen. Und manche haben sich sogar so bewegt so ein bisschen, also nicht nur ganz harte Korallen. Bevor wir rein sind, haben wir am Rand so kleine, etwas spitzigere Rochen gesehen. Müssen wir noch schauen, wie die heißen oder welche das sind. Aber die waren auch sehr cool. Ja, und auch Fische gab es genügend, auch riesige Fische, also wirklich riesige. Ja, war echt schön. Also hat jetzt echt Spaß gemacht. Und der Strand hier, also allein optisch hier, wenn man am Strand steht, ist schon sehr, sehr, sehr schön.